Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Ja, ich habe jetzt eine ganze Reihe an GeoCorp Minitechs gebaut, einfach mal, weil ich kurz Zeit hatte. Und die wollte ich auch mal präsentieren, damit ihr auch mal seht, was es mit den ganzen Blöcken auf sich hat. Fangen wir erst einmal an mit unserem Mini-Bagger. Ich muss schon sagen, diese ganzen Mini-Blöcke, die eignen sich super, um irgendwelche Details zu bauen. Gehst du mal her. Klar, man könnte das alles auch aus den anderen Kooperationen machen und die dann Geld anfärben. Aber ich finde schon, dass die Mini-Blöcke von GeoCorp schon richtig nice aussehen. Na komm, schaufeln wir mal ein bisschen. Huch. Ja, die Schaufel funktioniert zwar nicht wirklich so, wie man es gerne hätte, aber hey. Nun, als Nummer 1 haben wir hier den Mini-Bagger. Als Nummer 2, falsch hier, gibt es da den Mini-Presslufthammer. Wenn ich den mal platzieren könnte, danke. So. Auch hier sieht man einen gewissen Detailgrad und dass es vorne ein bisschen zu schwer ist. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr spielt Koop-Kampagne mit den ganzen Mini-Blöcken hier. Und macht ein Unternehmen auf, wo jeder so ein Mini-Ding steuert. Und ihr nehmt euch irgendwie vor, Kapital und Gewinn zu machen. Guck mal einer an. Und sogar an die Lichter, habe ich gedacht, für unsere Motten. Und ja, ich finde es schade, dass man in der regulären Kampagne die ganzen Mod-Blöcke nicht nutzen kann. Ich hoffe, die Modder lassen sich ja noch einfallen. Noch was einfallen. Und als Nummer 3 darf natürlich nicht fehlen. Dem Presslufthammer recht ähnlich. Hoppala, hier. Der Mini-Drill. Der ist zwar schon ein bisschen größer geworden, aber auch hier sieht man durch die ganzen Mini-Blöcke eine schöne Detailstufe. Und ja, man kann es auch übertreiben und zum Beispiel ein größeres Deck machen. Und damit dann dafür sorgen, dass man es halt wunderschön verschönert. Ich könnte euch jetzt mal ein extremes Beispiel zeigen, was ich gerade mir so durch den Kopf gehen habe lassen. Packen wir dich erstmal ein. Und irgendwie verspüre ich den Drang zu niesen. Anstelle mit Mini-Blöcken könnte man natürlich das auch mit den großen Blöcken machen. Weil dieses GeoCorp-Zeugs hier... Ja, wo haben wir es denn? Von der Größe her wäre das hier, ja, wären das hier die zwei Blöcke. Wo versteckst du dich? Die man einfach nur verkleiden könnte, aber dann hat man halt keinen Platz mehr fürs Innenleben, wie Batterien und Schilder etc. pp. So, packen wir dich mal ordnungsgemäß ein, damit wir gegen Ende ein schönes Thumbnail machen können. Denn wir haben ja noch ein paar Decks. Ich glaube, unseren Drill muss ich auch mal wenden. Dann macht dazu nur keine großen Anstalten. Denn jetzt kommt die Nummer 4. Selbst unsere ganzen anderen Minitechs sind da schon gespannt, was da kommt. Denn es ist die Mini-Säge. Ideal zum Fällen von Bäumen. Hoppala, du bleibst da stehen. Auch hier sieht man nur einen schönen kleinen Detailgrad. Schade nur, dass es keine Mini-Waffen und Mini-Räder oder Ketten gibt. Na komm. Ja, für Steine bist du nicht gerade ausgelegt, das wissen wir. Da ist doch lieber ein Drill- oder Presslufthammer besser geeignet. So, und damit haben wir fast alle Arten von Ressourcensammlern beisammen. Da fehlt eigentlich jetzt nur noch eins, was Mini ist. Und zwar ein, ich kann es schon lesen, ein Mini-Sammler. Ein Gerät, was einfach mal hier alles Ressourcentechnische einsammelt und es dann bei der Veredelungsstation abgibt. Jetzt sind die von GSO nicht mehr die einzigen, die einfach mal so einen kleinen Fuhrpark aufbauen können. Und ja, da ich hier im Creative-Modus bin, habe ich auch mit Gegnern auf Maximum, also sehr schweren Gegnern, oder nur schweren Gegnern, keine Ahnung, auf jeden Fall höchste Stufe, habe ich mir noch erlaubt, ein paar meiner Türme zu platzieren.
damit wir hier safe sind. Ich habe die Texte ja ursprünglich im Kreativ gebaut. Und dann kam einfach mein Gegner und hat mir alle Texte zerstört, die ich gebaut habe. Fand ich nicht so nice. Weil so gesehen ist das schon hier die zweite Variante. Und auch hier sieht man wunderbar die schönen Kanten von den ganzen Mini-Blöcken. Dieses Deck ist so gesehen nur, ja, da seht ihr schon einfach so einen Zweierblock groß. Was ja auch relativ nice ist. Und höchstwahrscheinlich wollt ihr noch den krassen Kontrast sehen. Zum Beispiel zu unserem Megapanzer. Also Version 1.0. Wir haben natürlich schon damit angefangen, in der Kampagne das Gerät ein bisschen zu erweitern, beziehungsweise auszubauen. Jetzt muss ich nur eine freie Fläche finden, wo ich das Teil spawnen kann. Damit man einen kleinen Größenunterschied sieht. Und ich muss sagen, die kleinen Tags machen da doch ein bisschen mehr Spaß, weil die sind in der Regel ein bisschen bewegungsfreudiger. Na komm. Achso, du bist verankert. Das erklärt natürlich einiges. Da sieht man ja schon mal die Größe. Vielleicht könnten wir noch mal die Größe zum Explorer zeigen. Falls ich den hier auf die Schnelle finde, da muss ich relativ weit runter scrollen. Runter scrollen. Und da seht ihr fast schon, dass ohne die ganzen Mini-Blöcke diese Größe und Detailgrad nicht möglich gewesen wäre. Also, das könnte in der durchaus einer meiner Lieblingsmods werden, die Geocop Mini-Blöcke. Und ich wünsche mir wirklich, dass sie irgendwann irgendwo in der Kampagne freigeschaltet werden können. Oder gecraftet, je nachdem. Ah, guck mal, da kommt schon ein normales Tech, was ich ein bisschen auf die Schnauze hauen lassen möchte. Und damit würde ich mal sagen, belassen wir es mal bei diesem Video. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zugucken. Moment. Brauche ich noch einen schönen Schnappschuss fürs Thumbnail. Könnte ich zwar auch offscreen machen, aber hä? So. Meine Schnuffels. Wir sehen uns dann im nächsten Tierrettich oder anderem Video wieder. Also, tschö mit Ö. Ein herzliches Dankeschön an Mistress Luna und die Kanalmitglieder für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön, ihr seid spitze.